Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Mittwoch, 7. Januar. Das Wort zum Tag stammt heute aus Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese Jahreslosung der Evangelischen Kirche von 2013 wurde mir besonders im Auswandererhaus in Bremerhaven verdeutlicht. Dort kann man eindrucksvoll erfahren, wie es einst etwa 7,2 Millionen Deutschen erging, die ihr gesamtes weniges Geld benutzten, um ihr altes Leben in Deutschland hinter sich zu lassen und oftmals nach New York in eine andere Stadt aufzubrechen, in welcher sie sich eine bessere Zukunft mit Arbeit erhofften. Viele hatten nur einen Koffer dabei, in dem ihre Habseligkeiten verstaut waren. All diese Menschen wurden von ihrer Hoffnung auf ein besseres, lebenswerteres Leben angetrieben und dafür nahmen sie vieles in Kauf. Die Überfahrt war nur für die Passagiere der ersten und der zweiten Klasse angenehm. Alle anderen hausten eingepfercht unter schlimmen hygienischen Bedingungen, so dass sich Krankheiten rasant ausbreiteten und unzählige Menschen bereits bei der Überfahrt den Tod fanden. Kamen die Einwanderer dann auf Ellis Island an, stand ihnen das Schlimmste noch bevor, da sich hier nach einer zweiminütigen Befragung und einer medizinischen Untersuchung ihr weiteres Schicksal entschied. Unzählige wurden wieder zurückgeschickt und viele Menschen starben auf der Insel, weshalb diese auch als Träneninsel bezeichnet wurde. Im Grunde sind Christen in einer ähnlichen Situation wie die Auswanderer zur damaligen Zeit. Wir haben hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt, sondern sehnen uns nach der künftigen, dem himmlischen Jerusalem. Wir sehnen uns danach und warten auf die von Gott versprochene neue, bessere Welt, die nicht mehr von schlimmen Krankheiten, von Flutkatastrophen, von Taifunen, Hungersnöten und finanziellen Problemen und letztlich vom Tod bestimmt ist. Genauso wie die Hoffnung auf ein besseres Leben die Menschen damals angetrieben hat, so tragen auch wir die Sehnsucht nach einer besseren Welt in uns. Es gibt jedoch einen riesengroßen Unterschied. Es wird kein Ort sein, welchen wir jemals Träneninsel nennen werden. Gott wird niemanden zurückweisen, weil er zu alt oder zu gebrechlich, zu krank, zu wenig intelligent oder in sonstiger Form zu makelhaft ist, um einzureisen. Nein, Gott nimmt jeden in seine Stadt auf, der in ihn glaubt und der ihm vertraut. Dieses Einwandererticket kann sich jeder leisten. Welch eine Gnade! Nicole Günther.